So, dann teilen wir jetzt mal die Beute auf, dass das nicht alles so die arme Gwendolyn belastet. Tirik ist aber auch schon ganz schön voll mit dem ganzen Werkzeug. Gerugon sieht noch okay aus. Das heißt, wir können ein paar von den Waffen zu ihm geben. Na komm, klick, klick. So, 5 Punkte sollte jeder mindestens haben. Also auf jeden Fall die Magier, denn die brauchen 5 Punkte zum Zaubern. Aber auch die Kämpfer. Ja, sie hat sogar noch 8, sehr schön. Damit die Kämpfer dann 2 Punkte haben, um sich ein bisschen zu bewegen und danach noch angreifen zu können. So, sie geht jetzt auch schon auf 7 runter. Obwohl, das Schwert sollten wir ihr lassen. Das ist gar kein Schwert, sondern ein Rapier. Falls ihre Waffe nämlich bricht, hat sie so noch eine Ersatzwaffe. Das heißt, die Skraja kann mal zu ihr. Jetzt wird unsere Magierin zum Lasttier. Das wird sie bestimmt nicht mögen. Aber sie hat halt am meisten Platz, weil ihre Ausrüstung so wenig wiegt. Und schon ist Gwen dann auch wieder bei 5. Gut. Also, sie ist in Ordnung, sie ist in Ordnung. Terik ist ganz schön überlastet. Aber wir werden ihm den Alkohol nicht wegnehmen können und 5 Punkte ist eigentlich auch okay. Girogon ist auch okay. Mürrim und Yalin sowieso, die haben beide noch 8. Schön, schön. Wir haben also jede Menge Platz, um noch mehr Beute mitzunehmen. Aber erstmal sollten wir uns eigentlich ein wenig ausruhen und die Wunden versorgen. Yalin. Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf Gwendolyn. Oh, das Heilen misslingt. Gwendolyn erleidet 3 zusätzliche Schadenspunkte. Was ist denn da passiert? Eigentlich ist Yalin für unsere Gesundheit zuständig. Also sie hat in Heilkunde Gift 4 Punkte, in Krankheiten 7 und im normalen Heilkunde Wunde 6. Das ist schon komisch, dass es jetzt misslungen ist. Aber gut, vielleicht klappt es bei ihr ja besser. Nein, nicht so. Erstmal dahin. Talent anwenden. Heilkunde Wunden. Auf sich selbst geht das gar nicht. Ja, dann halt bei Tirik. Ja, verhilft zu 6 Lebenspunkten. Können wir es nochmal bei Glenlin probieren? Ich glaube, das ging nicht. Der letzte Heilversuch durch ein Talent ist bei Glenlin noch nicht lange genug her. Schade, schade. Ist noch jemand verletzt? Nur Talana ein bisschen. Aber nicht wirklich viel. Oh, 6 Lebenspunkte. So, und irgendjemand müsste jetzt sie noch heilen. Gucken wir mal, wer noch gute Heilkunde-Wundentalente hat. Sie hat 3. Er hat 2. Er hat auch 3. Auch 3. 2. Nee. Sie ist ja wirklich mit Abstand die Beste. Aber Mürrim kann es mal probieren. Talent anwenden. Heilkunde Wunden auf Yalin. Und 3 zusätzliche Schadenspunkte. Yalin wird bewusstlos. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben auch nichts an Kräutern. Nee. So können wir hier nicht weitermachen. Wir sollten uns erst einmal zurückziehen. Denn wir wissen nicht, wie tief es hier noch reingeht und wie viele mehr von diesen Banditen hier noch hausen. Also erstmal raus. Wir könnten zwar hier drinnen rasten, also rein von der Spielmechanik her, aber es macht für mich nicht besonders viel Sinn. Wenn man schon weiß, dass hier irgendwelche Ganoven ihr Unwesen treiben, dann sollte man da kein Lager aufschlagen. Schon besser. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins nächste Gasthaus und werden uns da ein wenig ausruhen. Ein Mann mit einem großen Bauchladen kommt auf euch zu. Wollt ihr ein E kaufen? Danke, wir haben schon ein Dutzend davon. Mit einem idiotischen Grinsen auf dem Gesicht sackt der Mann in sich zusammen. Gibt schon recht skurrile Leute hier in der großen Stadt. Wir würden gerne ein Zimmer mieten, denn mit bewusstlosen Leuten in eine Taverne zu gehen, sehe bestimmt komisch aus. Wie schaut es mit dem Hunger aus? Ein wenig Hunger haben sie. Ach, 10 Silberstücke. Nein, danke. Wir hätten gerne ein Zimmer, und zwar eine Suite, damit wir uns richtig gut ausruhen können.
und wir würden gerne 2 Nächte bleiben. Länger sollten wir wirklich nicht brauchen. Und schlafen wir einfach mal. Ein Tag, 2 Tage ruhen wir uns aus. Gwendolyn regeneriert 9. 7, 6, das sieht soweit schon ganz gut aus. Auch die Astralenergie. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir uns 2 Tage lang ausruhen können. Jetzt könnten wir eigentlich direkt wieder runterlaufen. Aber ein kleiner Abstecher zum Waffenhändler kann auch nicht schaden. Zum einen können wir uns nur noch 1, 2 Helme kaufen. Und zum anderen werden wir den ganzen Ramsch los, den wir gefunden haben. War der jetzt hier? Gucken wir mal. Ja, sagen wir erstmal Hallo. Dich kennen wir ja schon. Es ist eure Ware, die uns so entzückt. Schön. Jetzt wollen wir verkaufen. Wer möchte etwas verkaufen? Gwendolyn hat noch ein paar Dolche. Die sollen weg und da kann Gwendolyn noch selber handeln. Na gut, 20%. Das mag er gar nicht. Okay, 10%? Na also. Das war aber C. Was haben wir noch? Wir haben da eine Skraja. Und das war's auch schon. Ich glaube, die lasse ich ihm sogar. Denn er kann ja auch gut mit Äxten umgehen. Und so hat er jetzt 2 Waffen, falls mal eine kaputt geht. Gerugon hat allerdings ein paar Sachen zu verkaufen. 2 Dolche. Den Rapier. Er hat jetzt keine Ersatzwaffe. Aber er kann weder mit Dolchen noch mit Rapieren besonders gut umgehen. Lassen wir ihm 1 Dolch, einfach so für im Notfall. Und das Hemd kann auch noch weg. So, das soll verkauft werden. Probieren wir es mit 15. Denn dieser Händler scheint nicht wirklich in der Stimmung zu sein zum Falschen. Und Gwendolyn probiert's. Ah, hat geklappt, sehr schön. 13 Dukaten. Das wird langsam. Und Talana hat noch jede Menge Sachen zum Verkaufen. Das kann alles weg. Da probieren wir jetzt mal 30. Denn 30% auf die 13 Dukaten würde sich schon rentieren. Nee, will er nicht. Okay, 15. Ah, ist echt ein zäher Bursche. Aber sei es drum. Wir haben jetzt 60 Dukaten. Und die können wir doch gleich erstmal ausgeben. Kaufen. Ja, so ein Ersatzschwert für Gerugon kostet mal eben 10 Dukaten. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber Helme. 1, 2, 3, 4, 5 Helme. Für die hier. Wir könnten noch ein besseres Schild kaufen. Was eigentlich mit Gwendolyn? Hat sie inzwischen eine Lederrüstung? Ja, Gwendolyn hat eine Lederrüstung. Tirik auch und Gerugon auch. Wenn sie dann nachher alle Helme haben, wer braucht noch was? Einmal Lederzeug. Zweimal Lederzeug. Dreimal Lederzeug. So, 5 Helme, 1, 2, 3 Lederzeug. Und dann wären wir ja eigentlich schon fertig mit der Ausrüstung. Ein Speer wäre noch ganz schick. Den kaufen wir auch mal. Und eventuell ein paar Pfeile. So, 44 Dukaten. Bitte, bitte, lasst uns jetzt ordentlich was raushauen. Wir probieren wieder 30. Gwendolyn. Und es hat sofort geklappt. Sehr schön. 31 Dukaten. Mal eben 13 Dukaten gespart. So, ein Helm für dich. Und für dich. Oh, er kann gar nichts mehr tragen. Ja, dann sollten wir erstmal das Lederzeug verteilen. Gerugon ein. Eine der Elfen ein. Und die ganzen Pfeile. Wie viel hast du noch? 9 Stück, das ist nicht viel. Nimm erstmal 20. Und
Und die anderen 20 kommen dann zu Yallen. Auch wenn sie noch eine Menge hat, aber gut. So, Belastung ist immer noch in Ordnung. Sind ja schließlich nur Pfeile. Der Speer kommt zu Mürrim, damit sie auch eine ordentliche Nahkampfwaffe hat. Besser als ein einfacher Dolch. Und das letzte Leder kriegt auch Yallen. Ting, ting, ting. Ja, das Ping-Geräusch geht langsam wirklich ein wenig auf die Nerven. Aber sei es drum. So, Helm, Helm. Da noch einer. Und der letzte wieder an Yallen. Hm? Nanu, da. So, alle, die es können, haben einen Helm auf, haben Lederzeug an und eine... Ahaha, eine Rüstung, wollte ich gerade sagen. Nein, Yallen hat keine Lederrüstung. Und Mürrim auch nicht. Da müssen wir doch nochmal was einkaufen. Wir hätten gerne 2 Waffenröcke. Oder gleich 2 Lederharnische. Na, nehmen wir 2 Lederharnische. 1, 2, 9, 10 Dukaten. Da es eben so schön funktioniert hat, 30. Und Gwendolyn? Nee. 20. Gwendolyn? 10. Gwendolyn? Na, also. Zäher Bursche. Jetzt sind wir aber ausgerüstet. Natürlich könnte man ein paar von Ledersachen noch mit Metallwaren ersetzen, aber das wäre dann gleich um einiges teurer. Außerdem belastet uns das noch mehr. So. Fertig. Frisch ausgeruht, frisch ausgerüstet, können wir noch gleich mal wieder zurück zur alten Zwingfeste. Denn 2 Tage sind kein Pappenstiel. Auf euch kommt eine Frau zu, die neugierig eure Waffen mustert. Nach eingehendem Studium fragt sie euch, habt ihr Interesse an einem magischen Schwert? Ich habe eins, es heißt Sturmbringer. Wollt ihr es haben? Das ist eine interessante Frage. Ja, das dachte ich mir. Das wollen nämlich alle, die hier rumlaufen. Aber ich fürchte, ihr seid noch zu klein für so etwas. Das ist auch eine komische Frau. Erst was anbieten und dann gleich wieder weglaufen. Na gut, sei es drum. Wir wollen zurück in die Zwingfeste. So, jetzt haben wir auch ein wenig Mana wieder oder Astralenergie. Aber dieses Mal sollten wir bei dem nächstgrößeren Kampf ein wenig darauf achten, davon auch was in petto zu behalten. Also zum Beispiel für Heilzauber oder dergleichen am Ende. Also kleinere Kämpfe sollten wir gepflegt nur mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen bestreiten. Aber jetzt gehen wir zurück an dem Klo vorbei. An der Rumpelkammer vorbei. Die war hier. Und jetzt hier durch die Geheimwand. Oh, da geht's runter. Was haben wir denn hier Schönes? Jede Menge Bier und Zaubertränke. Oh, das ist doch mal praktisch. Zaubertrank, Zaubertrank, kommt alles mit. Das Bier könnten wir zwar mitnehmen, aber so viel ist das nicht wert und Terek hat noch genug, um seinen Durst zu stillen. Das können wir erstmal hier lassen. Aber die Zaubertränke sollten wir gleich mal auf die Elfen und die Magierin verteilen. Dass sie immer so für einen Notfall einen Trank mindestens dabei haben. Falls mal irgendein Heilzauber ganz wichtig ist oder ein Gegner nur durch magische Waffen verletzt werden kann. Das ist ein Starker, der kann zu Talana. Und der andere Starke auch. Denn Talana ist allgemein eh dafür da, gut Schaden zu verursachen. Da braucht sie auch wesentlich mehr Mana für. So, du zwei und du zwei. Schön, schön. Also, gucken wir uns in dem Raum hier nochmal zu Ende um. Da ist die Truhe. Hier dreht sich gerade ein fetter Hase über dem Feuer. Njam, njam. Ah, das werden wahrscheinlich die Habseligkeiten von den Banditen gewesen sein. Die waren gerade am Kochen.
Es könnte also gut sein, dass es so eine Art Vorposten war und unten dann noch mehr von denen lauern. Ah, na gut, speichern wir erstmal ab. Und zwar LP 004. Und bis gleich.